Entrecote mit Ochsenmark und gekochter Tomate. 2 Stück Entrecote, 200 bis 250 Gramm. 300 Gramm Ochsenmark, 50 Gramm Eckerlotten. E 50 Gramm Petersilie, Thymian, Estragon, Majoran. Dijon-Senf. 150 Gramm entrindetes Weißrotpfeffer. Salz, 4 Zentiliter Weißsport. Ochsenmark und Eckerlotten in Würfel schneiden. Petersilie, Thymian, Estragon und den Majoran klein hacken. Alles zusammen in einem Topf vermengen und viel Salz und Pfeffer hinzugeben. Nach gutem Rühren der Weißsport hinzufügen. Maße circa eine Stunde ziehen lassen. Das Entrecote auf dem Herd anbraten und anschließend im Ofen bei 200 Grad Celsius circa 15 Minuten weiterbraten. Danach 10 Minuten ruhen lassen und die Oberfläche dünn mit Senf bestreichen. Zum Schluss eine 1 bis 1,1/2 cm dicke Schicht der Ochsenmarkmaße auf das Entrecote streichen und unter dem Salamander über Berückungsherd bräunen. Auflauf mit Vollkornnudeln, einem Albergine, klein, Salz, Pfeffer, eine Knoblauchzehe, 2 Tomaten, 100 Gramm Vollkornnudeln, 2 Scheiben gekochten Schinken, 30 Gramm, 1 Becher Joghurt, 50 Gramm fettarme Edamer, grüne Pfeffer, gehackte Kräuter, Würzmischung, Albergine waschen, mit einem Küchentuch Trog unbekanntes Zeichen Ken tupfen und in Schei unbekanntes Zeichen Ben schneiden. Auberginenscheiben mit Salz bestreuen und 10 bis 15 Mittwoch unbekanntes Zeichen Natten ziehen lassen. Anschließend die Schei unbekanntes Zeichen Ben unter fließendem Wasser nochmals abwaschen und Trog unbekanntes Zeichen Ken tupfen. Knoblauchzehe Schei unbekanntes Zeichen Lehen fein hacken und in einer Pfanne möglichst fettfrei anschwitzen. Die Alberginen salzen und pfeffern, zum Knob unbekanntes Zeichen Lauch geben und kurz braten. 2 Tomaten in Schei unbekanntes Zeichen Ben schneiden. Die Alberginenscheiben, die Tomatenscheiben sowie 100 Gramm bis fest gekochte Vollkorn Nudeln und 2 Scheiben gekochten Schinken schichtweise in eine Auflaufform geben. Joghurt mit geriebenem fettarmen Edamer verrühren, mit Salz, Pfeffer und einer Prise Cayenne-Pfeffer würzen. 2 bis 3 IL gehackte Kräuter unterziehen und das Ganze über den Auflauf verteilen. Den Auflauf unter dem Grill oder im Backofen 10 unbekanntes Zeichen 15 Minuten backen, herausnehmen und sehr unbekanntes Zeichen vieren. Rinderfilet auf Schnittlauchsoße. 4 Stücke Rinderfilet, 150 bis 200 Gramm. 1/2 Rinderfond eventuell. Kräuter. 1 TL geschnittene Petersilie, etwas Meersalz. 5 Zentiliter Milch und Sahne. 2 IL frischer, geschnittener Schnittlauch. Eine Weißbrotscheibe. Etwas weißer Pfeffer, ein Schuss Zitrone. Rinderfiletscheiben im Topf auf einem Gitter über dem Fond hängend. Von jeder Seite etwa 5 Minuten dämpfen, sei genannt. Für Eggpoint etwa 7,5 Minuten. Dem Fond kann man dabei nach Belieben Kräuter beigeben. Anschließend das Fleisch warm halten. Für die Schnittlauchsoße den Rinderfond mit Milch und Sahne aufkochen. Brot einweichen und aufquellen lassen. Dann mit dem Schnittlauch hinzufügen. Mit Zitrone und Pfeffer gekräftigt durch ein Sieb geben. Das Rinderfilet mit der Soße anrichten, mit Petersilie und Meersalz bestreuen. Dazu verschiedene Gemüse servieren. Lammkeule mit Fruchtsoße. Eine ausgelöste Lammkeule. Salz. Pfeffer. Knoblauch. Nach Belieben Rosmarin. Für die Fülle. 1 IL gehackte Petersilie. 40 Gramm Pinienkerne, 40 Gramm gehackte Walnüsse, 1 Ei. Für die Garnitur.
Filets aus einer Orange, einige halbe Walnüsse. Für die Soße. Saft von 2 Orangen ca. 1/8 i 1/4 i Rotwein 1 el Speisestärke. Die Lammkeule mög unbekanntes Zeichen legst gut außen in unbekanntes Zeichen an der Klappen, mit den Gewürzen innen und außen gut einreiben. Aus den Pinien kann, den Walnüssen, dem Ei und der Petersilie eine feste Masse herstellen, auf dem Fleisch verteilen. Fest aufrollen und mit Küchengarn umwickeln. Im heißen Fett. Rundum gut anbraten, mit Wein und Orangensaft ablöschen. Im vorunbekanntes Zeichen geheizten Backofen bei 200 Grad Zeichen K, 1/1/2 Stunden schmoren. Das Fleisch danach in Folie wickeln und ruhen lassen. Den Bratensaft mit Stärke binden. Mit Orangenfalz und Walnusshälften die Bratenscheiben garnieren. Die Soße separat zum Fleisch reichen. Dazu passen Kroketten und Grilltomaten.